Meine Woche beginnt hier mit einem tollen Bowl. Ich finde die klasse, man kann einfach alles rauf tun und mal sehen, was es gleich wird. So, ich habe jetzt schon den Reis gewaschen. Da muss jetzt noch Wasser rauf. Noch ein bisschen Salz rein. Ich habe hier so einen riesen Fass gekauft. Und jetzt kann der Reis in Ruhe garen. Für Bowls verwende ich immer, was da ist. Ich plane eigentlich nie, heute mache ich den und den Bowl, sondern ich nehme einfach das, was wir im Kühlschrank haben, weil ich finde, so Bowls nach Rezept, okay, kann man machen, aber ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe fast nie das da, was im Kochbuch steht und ich improvisiere immer sehr, sehr gerne und meine Kinder mögen das auch. Ich finde es auch schöner, so die einfachen Sachen zu benutzen und nicht so abgefahrene Dinge. Ich finde es sehr schön, wenn man das saisonal macht. Zum Beispiel habe ich hier auch noch so tolle Blaubeeren gewaschen. Die haben jetzt hier gerade Saison, die kriegt man hinterhergeworfen. Finde ich super. Und außerdem sind meine Kinder auch so sehr die Basic-Esser. Die sind halt total auf Paprika, Gurke, Äpfel, Möhren, Melone, hier Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren. Aber die sind jetzt nicht so Papayas, Mango, Litchis, Feigen, eher so nicht. So, das hier ist jetzt ein Tofu, der so eigentlich ganz gut schmeckt. Am Braten kann man den leider sehr schlecht. Der fällt so extremst auseinander. Aber ich finde den eigentlich auch so ganz lecker. Ist aber eine Geschmackssache. Und Tofu esse ich hin und wieder ganz gerne. Ist eine super Proteinquelle. Ich weiß, Tofu ist sehr verschrien und kaum jemand mag irgendwie Soja essen, weil alle Angst haben. Ich finde das sehr unberechtigt, wenn man da Bioprodukte verwendet und Soja nicht so oft isst, ist es mit Tofu wie mit allen anderen Lebensmitteln. Kann man gerne mal machen, spricht nichts dagegen. So, ich habe jetzt hier so einen Salatmix. So, wo ist der dritte Schale? Hier. Und das nehme ich so ein bisschen als Grundlage. Ich glaube, Bowls zu machen ist genau das Richtige heute, weil es ist noch wirklich sehr, sehr heiß. Wir haben noch Temperaturen. Ja, die momentan noch sehr, sehr warm sind. Es kommt drauf an, aber hier sind so 30 Grad den ganzen Sommer, völlig normal. Und manchmal auch 35. Jetzt ist es gerade so ein bisschen kühler mit so 33 Grad in der Top-Temperatur. Und das ist natürlich dann ganz schön, wenn man dann auch so ein leckeres Essen hat, was ein bisschen frisch ist. Obwohl wir hier auch gerne andere Sachen essen. Aber dann greift man natürlich gerne auf Sachen zurück, die leichter sind. Ich liebe hier diese eingelegten Zwiebeln. Das sind so süße, eingelegte Zwiebeln. Die sind fermentiert, die liebe ich. Und die Kinder mögen die auch. Schmeckt so ein bisschen wie Mixed Pickles, aber besser. Die gibt es hier in meinem Bioladen. Also ich habe keinen eigenen Bioladen, sondern die gibt es hier im Bioladen meines Vertrauens. Jetzt drizzle ich da noch eine Sweet Chili Soße rüber. Nicht so viel. Und bei mir noch ein bisschen Jalapeno Soße. Darf ich jetzt nicht vertauschen, deswegen schiebe ich das mal ein bisschen zur Seite. Ach Leute, ich liebe einfach bunte Bowls. So sieht es heute bei uns aus. Richtig toll, eine richtig tolle, farbenfrohe Mischung. Und ihr wisst ja, in Bowls könnt ihr einfach alles reingeben, worauf ihr Lust habt. Ich liebe Reisbowls. Koche den Reis doch auch schon vor, dann geht es vielleicht noch schneller, gerade wenn du wenig Zeit zum Kochen hast. Ich habe hier immer vorgekochte Nudeln und auch vorgekochten Reis, meistens im Kühlschrank, damit es unheimlich schnell geht und damit ich auch aus dem Nichts einen Reisbowl zaubern kann. Ich verlinke dir mal ein Bowl-Rezept in der Videobeschreibung, aber du findest natürlich auch noch tolle andere Bowl-Rezepte in meinen E-Books. Verlinke ich dir in der Infobox. Auch ein guter Tipp, damit man immer tolle Zutaten im Hause hat, sind eingelegte Dinge. Zum Beispiel getrocknete Tomaten oder eingelegte Paprika oder auch Sauerkraut. Auch ideal, um Bowls mal eben aufzupeppen.
Weil oft hat man ja frische Sachen nicht so auf dem Kühlschrank oder kauft nicht so viel ein, weil man nicht so viel wegschmeißen möchte. Und da ist eingelegt, ist natürlich immer klasse. Ist nicht nur gesund, sondern peppt auch jeden Bowl auf und sollte in jeder Vorratskammer sein. Die Woche geht weiter und heute ein besonders leckeres Rezept, was auch sehr klassisch ist. Und zwar gibt es heute ein Hühnerfrikassee auf die vegane Art und Weise. Mein Mann liebt dieses Rezept nämlich und ja, also legen wir los. Ich habe jetzt etwas Kokosfett in die Pfanne getan und brate schon mal diesen Fleischersatz an. Ja, und das Ganze gare ich jetzt noch ein paar Minuten und das mache ich meistens als erstes. Fleischersatzprodukte findest du fast in jedem Supermarkt oder auch in fast jedem Bioladen. Da gibt es verschiedene Marken, jede Marke schmeckt anders. Achtet ein bisschen auf die Inhaltsstoffe. Da gibt es ganz verschiedene Hersteller und Marken, aber schau mal im Kühlregal nach oder auch in der Tiefkühltruhe. Als ich noch in Deutschland gelebt habe, habe ich mich da mal durchprobiert. Da gibt es schon einige tolle Sachen, die so ähnlich auch von der Konsistenz her sind und die so ähnlich schmecken. Dann kann man auch oft nochmal die klassischen Gerichte einfach kochen. Koche es einfach, wie du möchtest, nehme die Produkte, die dir gefallen und dann wird es dir später auch super gut schmecken. So, ich setze jetzt gerade den Reis auf und gebe etwas Salz hinein. Das ist so ein Basmati-Reis. Finde ich immer dazu ganz lecker. Ein bisschen Salz hinein. Und dann koche ich den Reis jetzt auf und dann ist er auch schon bald fertig. Ich gebe jetzt etwas Margarine in den Topf und lasse sie langsam zerlaufen. Jetzt ist die Margarine schon ganz gut zerlaufen und jetzt gebe ich etwas Mehl rein. Jetzt schön rühren, damit es keine Klümpchen gibt. Und dann tun wir gleich die Gemüsebrühe rein. So, der Gemüsefond ist drin und jetzt schön weiter rühren und das Ganze jetzt aufkochen. Es ist jetzt schon etwas angedickt und genau wenn du merkst, dass es angedickt ist, dann kommt die Sahne hinzu. Hier sind meine Tiefkühlerbsen. Die kommen jetzt alle da rein, weil ich will es schön erbsig haben. Und ich tue noch so ein kleines Paket tiefgefrorene Champignons da rein. Das schmeckt auch immer sehr lecker. Und ich schwenke jetzt um vom Schneebesen auf dem Kochlöffel. Jetzt gebe ich den Fleischersatz hinzu auch. Dann kann der schön mitziehen. Jetzt kommt noch ein Spritzer Zitronensaft hinzu. Etwas Salz. Und natürlich Pfeffer. Und das Ganze koche ich jetzt nochmal auf und dann ist das Essen auch bald fertig. Für mich ist die Woche der schnellen Gerichte, denn ich habe nicht so viel Zeit und man möchte ja trotzdem lecker und gut essen. Ich koche heute ein tolles Pesto Rosso und falls du das Rezept noch nicht kennst, aufgepasst, Rezept ist in der Videobeschreibung. Darf ich vorstellen, das ist mein neuer Mixer. Wer nämlich jetzt denkt, wie will sie das denn machen? Letztes Mal hatte sie noch keinen Mixer. Er ist da, mein neues Schmuckstück, ein leistungsstarker Mixer, womit man relativ viele tolle Sachen machen kann. Habe ich schon ausprobiert und den werde ich heute auf jeden Fall verwenden. Habe ich selber gekauft. Ich bin gespannt, wie er seine Dienste hier leistet.
weil für ein Pesto ist so ein Mixer natürlich Gold wert. Ich hoffe, ich habe alle Zutaten, ansonsten wird improvisiert. Ich gebe jetzt ein bisschen Salz in den Topf für das leckere Nudelwasser. Ich habe so ein Himalaya-Salz, das hat mich so ein bisschen angefixt. Ich nehme heute Spaghetti, das finde ich persönlich am leckersten. Als allererstes brauchst du getrocknete Tomaten. Da habe ich hier so ein riesen Glas. Weil kleine Gläser, das bringt bei uns nichts. Da ist noch so ein Rest Öl drin, den gebe ich hinzu, weil Olivenöl kommt da sowieso rein. Glas leer, aber ich habe noch eins. Ja, sehr gut. Noch ein Glas in der Speisekammer, weil getrocknete Tomaten und Marmelade habe ich immer im Haus. Oh Mann, ich möchte ungern da oben ein Loch reinmachen. Jetzt bin ich zu schwach zum Pesto kochen, geht gar nicht. So, letzter Versuch, ansonsten müssen wir was anderes kochen oder ich muss das Glas zerstören. Wer sagt's denn? Geht doch. Oh, die Tomaten riechen fantastisch. So, Tomaten sind drin. Jetzt tue ich so ein paar Stückchen veganen Parmesan hier rein. Du kannst aber auch echt nehmen oder eine Käsealternative, falls du das möchtest. So, dazu kommt noch Petersilie. Die ist schon ein bisschen schlapp, aber es nützt nichts. Man muss das nehmen, was man zu Hause hat. Ich kaufe hier nämlich sehr gerne Petersilie auf dem Farmers Market und dann nehme ich immer etwas mehr mit und dann esse ich die meistens nicht sofort auf. Deswegen, also wenn die Kräuter schon etwas welk sind, es macht nichts, wasche die Kräuter gut, belebe sie so ein bisschen wieder. Du kannst natürlich auch, trockene Gewürze nehmen, aber natürlich Basilikum und Petersilie schmeckt natürlich immer frisch am besten. Heute verwende ich trockenes Basilikum und frische Petersilie. Ich mache das aber immer so, wie es gerade kommt. Oder nehme ich hier eine leckere, tolle Dattel. Die ist relativ groß. Ich mache den Stein raus und dann gebe ich die Dattel da rein. Schmeckt genial. Ihr kennt mich. Dann auf jeden Fall Knoblauch. Finde ich auch irre lecker. Ich koche sehr viel mit Knoblauch. Eine Zehe reicht mir heute, weil der Knoblauch kommt immer richtig gut raus. Und ich zerteile den Knoblauch so ein paar Mal, weil ich finde, dass sich das dann besser vermengt. Da Tomatenmark hier auch irre teuer ist, nehme ich einfach etwas Bio-Ketchup. Ihr seht, die Kochgewohnheiten ändern sich, wenn man woanders lebt. Bisschen Ketchup. Dann etwas Balsamico-Creme. Das liebe ich im Pesto. Seht ihr, ich kann auch nur ein bisschen nehmen. Ich nehme nur ein bisschen. Einen Schuss Rotwein. Ihr könnt aber auch Johannisbeersaft nehmen, das ist auch sehr lecker. Aber ich gebe zu, dieser Rotwein hat so einen tollen Geschmack, das passt super zur Pasta, finde ich. Ich habe jetzt noch Mandeln und Pistazien gefunden, weil, das kennt man ja schon aus Deutschland, Pinienkerne in Bioqualität, das ist ein Preis, darauf habe ich keinen Bock. Und auch die Cashewkerne oder Cashewnüsse sind hier super teuer und die Sonnenblumenkerne waren ausverkauft. Und ich mache Pesto als Alternative immer super gerne mit Cashewkernen. Das habe ich in Deutschland sehr oft gemacht. Oder ich habe auch eben mal Pinienkerne im Supermarkt gekauft, nicht in Bio-Qualität. Es schmeckt einfach alles gut. Es ist ein bisschen auch Gewohnheitssache. Und ich nehme heute Mandeln einfach und ein paar Pistazien. Was tut man nicht alles, ne, für die leckere Küche. Ich nehme jetzt eine Handvoll Pistazien, mache die Schale ab und verwende diese, weil ich keine Nüsse habe. So, die Pistazien sind drin. Jetzt gebe ich noch ein paar Gewürze rein. Thymian finde ich immer großartig im Pesto. Ein bisschen Thymian, ein bisschen Basilikum, ganz wenig Sirup noch. Ganz wenig. Jetzt schaue ich mal nach den Nudeln, wie weit die Nudeln sind. Und wenn die Nudeln bereit sind, wird das Ding richtig gut durchgeschreddert. Ja, das ist echt schon ganz gut geworden. Ich bin noch nicht so eingegroovt mit diesem Mixer hier. Der hat irgendwie 1000 Funktionen, Pulsfunktionen und so weiter. Ich muss mich so ein bisschen umstellen, weil vorher hatte ich einen ganz anderen Mixer. Und es ist aber sehr lecker geworden, finde ich. Riecht schon sehr gut.
richtig lecker. Ich mag einfach am allerliebsten Pesto Rosso. Und es geht super schnell, ist ein richtig tolles Essen. Also Pasta aus dem Glas, ehrlich gesagt, nee danke. Wenn ich einen Mixer habe, niemals Pesto aus dem Glas. Auf jeden Fall kocht das mal nach, ein schnelles, leckeres Essen und es ist so lecker. So, nächster Tag. Schön ist es, sich täglich mit euch in der Küche zu treffen. Ich habe noch richtig tolle Zucchini da. Und was mache ich? Richtig, ich koche jetzt meine Lieblings-Zucchini-Cremesuppe. Und wenn du jetzt denkst, oh nö, Suppe, dann pass auf. Diese hier ist richtig, richtig lecker. Kinder lieben sie. Ich habe zu dieser Suppe richtig gutes Feedback bekommen. Und die Suppe ist einfach der Knaller. Auch perfekt für die Selbstversorger, weil man hat immer Zucchini als Selbstversorger. Und ja, wir legen los. Solltest du über Zucchinisuppe nachdenken, solltest du als allererstes deine Nüsse einweichen. Normalerweise mache ich diese Suppe mit Cashewkernen. Ich habe aber keine Cashewkerne da, deswegen nehme ich jetzt ein paar Mandeln und ein paar Pistazien. Meistens koche ich auch spontan. Solltest du keine Zeit mehr haben, die Nüsse einzuweichen, dann lässt du das einfach und später beim Pürieren einfach nochmal den Mixer auf eine extra Runde drehen. Die Nüsse lassen sich halt besser pürieren, wenn sie vorher eingeweicht wurden. Aber ich mache das auch ständig mit einer sehr kurzen Einwirkzeit. So, jetzt schneide ich die Zwiebeln und den Knoblauch. Ich nehme so eine halb große Zwiebel. So, jetzt die Knoblauchzehen und die Zwiebeln grob klein schneiden, weil das natürlich sowieso püriert wird. Also alles grob zerkleinern. So, jetzt schneide ich die Zucchini auch grob in Stücke. Musst du gar nicht super klein machen, aber so ein bisschen. So, ich brate jetzt die Zwiebeln und den Knoblauch an. Und ich schneide dann schön weiter die Zucchini, weil die kommen nicht auch gleich dazu. Ich habe jetzt hier gelbe und grüne Zucchini. Das muss nicht sein. Ich habe die jetzt jahrelang auch nur mit grüner gemacht. Aber hier gibt es auch sehr viele gelbe Zucchini. Und die finde ich auch immer recht schön, auch farblich, auch für einen Salat und so finde ich die toll. So, ich tue die eine Hälfte der Zucchini jetzt schon mal in den Kochtopf, weil ich habe keinen Platz mehr auf meinem Brett. Das kommt jetzt auch zu den Zwiebeln. Schön vermengen jetzt mit den Zwiebeln und mit dem Knoblauch. Ich habe jetzt die Hitze auch ein bisschen runtergestellt. Das ist nicht mehr ganz so heiß, ist der Topf. Ein bisschen Petersilie, einen Schuss Sirup. Und jetzt vermenge ich das alles kurz. So, jetzt sind die Gewürze drin und jetzt kommen die Nüsse hinzu. Ich koche das Ganze jetzt nochmal auf, bis das ganze Nusswasser fast verkocht ist. Dann gebe ich einen Hauch Mehl rüber und dann kommt der Gemüsefond hinzu. So, das Wasser ist jetzt fast verkocht. Ich gebe jetzt noch mal einen Schuss Sojasauce hinzu, gar nicht so viel. Und dann gebe ich ein bisschen Mehl hinzu. Jetzt das Ganze schön umrühren und schön einrühren. Dann habe ich hier ein bisschen Gemüsefond vorbereitet. Der kommt da jetzt zu. So, die Zucchinis sind nicht ganz bedeckt mit Gemüsefond. Ich lasse das Ganze jetzt noch so ein bisschen köcheln. Eventuell gebe ich noch einen Tick mehr Gemüsefond rein, aber meistens ist es besser, wenn man eher weniger Fond reingibt. Du willst spielen? Und ich koche gerade. Ich kann jetzt gerade nicht mit dir spielen, aber ich spiele gleich mit dir. Okay? Kannst ruhig reinkommen. Komm rein. Die Suppe jetzt eher auf sehr niedriger Flamme für ca. 15 Minuten köcheln. Dann lasse ich das Ganze immer noch so ein bisschen ziehen und dann ist die Suppe auch schon fertig. Während die Suppe köchelt, hacke ich noch ein paar Mandeln klein. Weil die Mandeln röste ich ein bisschen, dann gebe ich da ein bisschen Ahornsirup rüber. Das kommt aber zum Schluss. Wenn die Suppe fertig ist,
Dann kümmere ich mich darum. Das ergibt ein richtig tolles Topping. Und die Suppe, die köchelt noch ein bisschen. So, die ganze Suppe ist jetzt im Mixer und jetzt werde ich das Ganze pürieren. Kids mögen das ganz gerne, wenn ich das Ganze mit so ein bisschen Ahornsirup karamellisiere. Ich mag das eigentlich auch ganz gerne, aber ich mache das eigentlich für die Kinder. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr weglassen. Ein bisschen Ahornsirup und dann wird das Ganze so ein bisschen erhitzt. Gar nicht so weit weg vom Herd gehen, weil das geht relativ zackig. Die Konsistenz ist so ein bisschen cremesuppig sozusagen. Obendrauf gebe ich jetzt noch ein bisschen veganes Creme Fraiche. Die Mandeln mache ich hier jetzt gar nicht so braun, weil meine Kinder mögen das nicht, wenn das so stark geröstet ist. Fürs Auge kommt noch minimal Pfeffer rüber, ein bisschen Petersilie. Und schwuppdiwupp ist das Essen fertig. Eine mega tolle Suppe. Ich finde die so lecker und meine Kinder lieben diese Suppe. Und es ist einfach ein ganz, ganz tolles Essen. Auch ein tolles Abendessen, ist auch nicht so schwer und ich liebe Suppen. Und der Herbst naht ja. Da findet ihr ganz tolle Suppenrezepte auf meinem Kanal, aber auch in meinen 6 veganen E-Books. Schaut da mal rein. Suppen sind gerade im kommenden Herbst jetzt richtig angesagt. Also Suppen gehen einfach immer. Ich esse die seit Jahren so gerne, weil ich immer auch sehr viel Zucchini habe. Ich habe ja auch mal Zucchini selber angebaut in einer Biokiste nicht auf dem Dachboden, auf der Terrasse. Das hat richtig gut geklappt und ich hatte richtig viele Zucchini. Vielleicht hast du eine Biokiste zu Hause, wo immer so viel Zucchini drin ist. Ich finde das einfach oberlecker und ist auch so ein Low-Budget-Rezept und ja, eine tolle Suppe, auch ideal, wenn Gäste kommen. Also ich stehe auf die Suppe. Probier sie aus. Das Rezept findest du in diesem E-Book hier und auf jeden Fall richtig lecker. Nächster Tag und willkommen zurück in meiner Küche. Heute werde ich eine Zucchini-Lasagne zubereiten mit einer veganen Hack-Alternative. Und ich freue mich da schon richtig drauf, weil Lasagne habe ich jetzt länger nicht mehr gemacht. Und ich wollte eh eine Bolognese vorbereiten. Dann kann man ja wunderbar gleich Lasagne machen. Und Zucchini habe ich auch noch ganz viel eingefroren. Also, jetzt geht's los. Ich hatte neulich Bio-Zucchini gekauft im Angebot. War echt ein ganz schöner Schwung. Ich habe einfach die Hälfte davon eingefroren und jetzt gerade rausgeholt. So, ich habe jetzt angefangen, diese Fleischalternative hier aufzutauen, weil ich hatte ein paar davon gekauft, weil die im Angebot waren und ich habe es eingefroren. Deswegen habe ich das jetzt nicht so auf großer Hitze. Jetzt stelle ich das hoch und brate es richtig scharf an. Hier gibt es sehr gute Fleischalternativen. Auf Sojabasis, auf Seitanbasis. Es gibt hier alles, was es irgendwie, nicht alles, aber es gibt hier sehr viele Dinge, die es in Deutschland auch gibt. Also ist kein Problem, hier eine vegane oder eine vegetarische Lasagne zu machen. Ihr wisst, kein Essen ohne Knoblauch. Ich liebe Knoblauch und gerade Tomatensauce mit Knoblauch finde ich richtig mega lecker. Also ich mache jetzt hier den Knoblauch klar und dann kann der gleich mit angebraten werden. Als Grundsoße mache ich meistens eine ganz normale Bolognese, geht auch mit Linsenbolognese oder eine Gemüsebolo. Egal was ihr da habt, tut das einfach da rein. Ich mache das auch jedes Mal ein bisschen anders. Wenn du ganz wenig Zeit hast, kannst du auch fertige Soßen verwenden, da gibt es ja sehr, sehr viel. Dann noch Basilikum, Petersilie, schwarzer Pfeffer, auf jeden Fall Thymian. Thymian, das finde ich auch immer sehr lecker. Und anstatt Salz gebe ich auch Sojasauce rein. Ich habe die Soße heute ohne Zwiebeln gemacht, weil ich keine mehr da habe. Aber Hauptsache Knoblauch. Aber natürlich schmecken tolle Zwiebeln auch klasse. Ich habe gesehen, ich habe noch ein bisschen Rotwein. Gebe ich noch ein bisschen Rotwein rein. Ihr könnt auch Johannisbeersaft nehmen. Bisschen Sojasauce. Die Soße ist zusammengemengt, jetzt lasse ich das auf kleinster Flamme ca. so 35 Minuten köcheln.
Falls du Bolognese machst, es empfiehlt sich immer mehr zu machen und einzufrieren. Ich finde das ideal, gerade wenn es schnell gehen muss. Wenn man nach Hause kommt und keinen Bock mehr hat, kann man sich das einfach schnell warm machen. Und dann ist so ein schnelles Essen am Rande gut vorbereitet. Normalerweise mache ich Lasagne gerne mit Bechamelsoße, weil es der Klassiker ist und weil es einfach irre gut schmeckt. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Mehl da, weil letztes Mal wollte ich mehr mitnehmen, hatten sie aber nicht, weil ich ein spezielles Mehl hier verwende. Das kommt aus Italien und ist richtig lecker. Deswegen mache ich die Lasagne heute mit einem veganen Schmand sozusagen. Ist so eine Kokosnuss-Cashew-Mischung, gibt es hier auch im Bioladen oder im Supermarkt in der Bio-Ecke. Und das kann ich dir also auch raten, falls du ganz wenig Zeit hast, hast du noch immer die Alternative, die Soße aus dem Glas zu verwenden oder auch eben eine Schmandcreme anstatt der Bechamelsoße. Ich habe jetzt hier zwei Arten von Käsealternativen. Einmal so ein, wie nennt man das? Ja, so eine Käsealternative im Block. Ich habe das noch nicht probiert. Ist auf Kokosnussbasis. Ja, kann man essen. Schmeckt immer so gegart, okay, aber so nicht so geil. Und dann habe ich noch so einen veganen Parmesan, so einen Rest. Der ist so ein bisschen intensiver im Geschmack. Da sind auch Hefeflocken und sowas drin. Und da ich meine Reste hier aufbrauchen möchte, weil die Lebensmittel so teuer sind. So, jetzt habe ich hier all meine Käsesachen aufgebraucht. Ich hoffe, das reicht. Wir werden sehen. So, ich lege die Zucchini jetzt hier auf einen Teller. Dann kann ich sie so ein bisschen würzen, bevor sie dann in die Lasagne kommen. Außerdem sind sie noch ein bisschen gefroren. Das ist doof, weil die ja noch so wässern. Die Zucchini hatte ich einfach so eingefroren. Falls du frische Zucchini da hast, kannst du die auch in schmale Streifen schneiden oder daraus so ein bisschen Zudels machen oder was auch immer. Also ich habe sie jetzt einfach so in, ja, wie nennt man das, einfach so geschnitten und eingefroren. Wie ich vermutet habe, ist sie so ein bisschen flüssiger geworden. Das kann ich nicht immer so gut abschätzen. Auch mit den Lasagneplatten ist das immer so ein bisschen so ein Lotteriespiel. Aber mega lecker, ich habe schon probiert. Ich finde eh, dass der vegane Käse hier so ein bisschen creamiger ist. So ein bisschen, wahrscheinlich enthält er mehr Kokosfett, ich weiß nicht. Ist garantiert nicht kalorienarm, aber lecker. Also ich liebe Lasagne, egal in welcher Konsistenz. Ihr seht, auch bei mir ist es mal so, dass die Lasagne nicht einfach perfekt ist, aber ein mega leckeres Essen aus frischen Zutaten. Ich verlinke dir mal ein tolles Linsen-Lasagne-Rezept in der Infobox. Aber auch dieses hier ist toll, das ist mit Rucola, das findest du in diesem E-Book hier. Und jetzt wird gegessen. Da bleibt mir nur noch zu sagen, koch dir was Schönes und lass es dir so richtig gut schmecken. Und wir sehen uns ganz bald wieder in meinem neuen Video.